Weiter geht's mit dem dritten Level der Dr. Wily Stages. Ja, der Musik nach zu urteilen, wird es jetzt mittlerweile richtig brenzlig. So, jetzt wird hier weiter nach unten. Also hier geht's bergab. Hoffentlich natürlich nicht mit der Qualität des Let's Plays. Ah, scheiße. So. Ja, was passiert jetzt? Jetzt laufen wir hier durch. Wow! Alter, jetzt werde ich hier unter Wasser gesetzt. Oh, jetzt werde ich hier wieder auch von Pinguin attackiert. Aber ich lasse mich jetzt einfach mal treiben. Ne, brauche ich ja nicht. Ich habe ja volle... Oh, cool. Leben. Ein bisschen Energie wäre jetzt auch cool. Statt diese komischen Perlen hier. Na komm. Kommt schon. Neue Gegner. Neues Glück. Sehr gut. Dauerfeuer, dann passt schon. Vielleicht kommt noch mal ein Leben bei raus. Oder vielleicht ein bisschen Energie sogar. Ja, ein bisschen Energie ist gut. Ah, sehr gut. So. Und jetzt muss ich gucken. Also hier sind die Guts, also hier sind die Blöcke, die sehr gut geeignet sind, um die Leute, um die Viecher hier abzuwerfen. So. Also mit jedem Mal werden die wohl schneller. Das bedeutet. Ich muss sehr gut aufpassen. Ai. Was machen du da? Was machen Sachen? Scheiße, verdammt nochmal. Das kann ich doch wieder knicken. Das Problem ist einfach, du musst die Blöcke wirklich so lange aufbewahren, bis der schnell wird. Am Anfang ist er ja noch sehr überschaubar, aber... Ja, und natürlich die Blasen, die kommen und treffen mich. Bleib lieber hier. Ja, natürlich werde ich getroffen, war klar. So, ein bisschen abwarten. Das ist eigentlich ganz easy, selbst wenn es so schnell wird. Okay, das war's sogar schon. Dr. Wily Level 3. Also wenn man den Kniff einmal raus hat, dann geht das eigentlich. Ja, und das war, ja, wie gesagt, Dr. Wily Level 3.